Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Forderung nach einer oder einem Bürger- und Polizeibeauftragten ist mindestens so alt wie die Fraktion DIE LINKE im Hessischen Landtag. Seit wir 2008 in den Landtag eingezogen sind, fordern wir eine solche Stelle, übrigens ebenso wie damals die GRÜNEN. Und wir haben bereits mehrmals die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und GRÜNEN eingefordert. Da waren wir in der Vergangenheit konsequent und hartnäckig. Nun endlich kommt Bewegung in die Sache. Es hat sich gelohnt, all die Jahre Druck gemacht zu haben, links wirkt. Aber was offenbar auch gewirkt hat, sind die Polizeiskandale der jüngsten Zeit, die Debatten über die NSU 2.0-Ermittlungen, rechtsextreme Netzwerke in der Polizei, Racial Profiling oder durch jüngste Videoaufnahmen eines brutalen Polizeieinsatzes in Altsachsenhausen. Dadurch und durch den bereits vor Monaten von der SPD eingebrachten Gesetzentwurf sind die Koalitionsfraktionen so unter Druck und Rechtfertigungsdruck geraten, dass sie ihren lang angekündigten Gesetzentwurf nun eiligst vorgelegt haben. Wir als LINKE unterstützen weiterhin den Gesetzentwurf der SPD, zumal wir ähnliche Vorstellungen dazu haben. Er enthält klare Regelungen und vor allem klare Kompetenzen, die eine unabhängige Bürger- und Polizeibeauftragte braucht, um erfolgreich für die Bürgerinnen und Bürger tätig werden zu können. Es ist gut, wenn es eine unabhängige Stelle, die beim Landtag eingerichtet wird, internen wie externen Vorwürfen gegen Behörden und Polizei nachgeht. Bisher untersucht z.B. die Polizei selbst, ob Vorwürfe gegen sie berechtigt sind oder nicht. Ähnlich ist es auch in den anderen Landesbehörden. Kollegen ermitteln also gegen Kollegen, und das ist und bleibt problematisch. Wir hatten in Hessen zahlreiche Polizeimaßnahmen, die kritisch in den öffentlichen Blickpunkt geraten sind. In all diesen Fällen gab es Vorwürfe von Bürgerinnen und Bürgern. Ich will ausdrücklich hinzufügen, das heißt nicht, dass Vorwürfe gegenüber der Polizei im Allgemeinen oder Behördenmitarbeitern immer berechtigt sind. Dennoch stehen in der Öffentlichkeit viele dieser Ermittlungen immer wieder im Verdacht, sie würden nur formal und mit dem Ziel, sie schnell intern einzustellen, geführt. Diesem Eindruck müssen wir durch eine unabhängig arbeitende Stelle, die mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet werden muss, begegnen. Und das ist auch dann besonders wichtig, wenn Vorwürfe innerhalb von Behörden, also von Kollegen gegenüber Kollegen, erhoben werden. Denn auch Amtsmissbrauch wird oft nur durch Whistleblower öffentlich, weil sie Angst wegen Repressionen in der eigenen Behörde haben und es die gibt. Im jetzt vorliegenden Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion sehe ich Licht und Schatten. Licht beim Anforderungsprofil und der Unabhängigkeit, die an eine solche Person gestellt werden. Licht auch bei der Zusammenarbeit mit den Abgeordneten des Landtages, insbesondere mit dem Innenausschuss und bei der jährlichen Berichterstattung im Landtag. Und Licht sehe ich auch bei den unabhängigen Arbeitsmöglichkeiten. Schatten hingegen sehe ich aber bei der geringen Kompetenz gegenüber den zu prüfenden Behörden. Und wohlgemerkt, zu prüfend, nicht zu moderierend sozusagen. Es geht hier sozusagen um Konfliktbewältigung, die nicht einfach wegmoderiert werden kann. So kann der oder die Beauftragte laut § 4 des Gesetzentwurfs nur, ich darf zitieren, um die Einsicht in Akten und Unterlagen ersuchen. So. Ich frage, wieso diese Bittstellerrolle? Warum ist der Bürgerbeauftragte nicht Hilfsorgan des Landtages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle, so wie es im SPD-Entwurf geregelt ist? Das ist viel klarer, und das ist auch eine andere Funktion. Wieso gibt es hier kein klar geregeltes Einsichtsrecht? Wieso kein Zutrittsrecht für den Beauftragten?
Wenn es zudem in § 5 Absatz 5 des Gesetzentwurfs heißt, ich zitiere, ist die oder der Bürgerbeauftragte der Ansicht, dass die behördliche Maßnahme rechtswidrig ist und die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer dadurch in ihren oder seinen Rechten verletzt ist oder dass ein innerdienstliches Fehlverhalten vorliegt, teilt sie oder er dies in bedeutenden Fällen dem fachlich zuständigen Ministerium mit und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Zitat Ende. Wieso sollen denn nicht alle diese Fälle dem zuständigen Ministerium vorgelegt werden? Wäre die erste Frage. Wieso diese Bittstellerrolle, diesen Bückling, zu dem Sie den Beauftragten zwingen, wäre die zweite. Über diese und noch weitere Einschränkungen und Regelungen müssen wir intensiv mit Experten beraten. Damit ist bereits am 24.09. in der bereits angesetzten Anhörung zum CDU-Gesetzentwurf, Kollege Rudolph, SPD-Gesetzentwurf, Entschuldigung, Kollege Rudolph hat darauf hingewiesen, die erste Gelegenheit, und das ist gut so. Es gibt also noch viel im Detail zu beraten, damit dort, wo Bürger- und Polizeibeauftragte draufsteht oder dransteht, auch Bürger- und Polizeibeauftragte drin ist. Was für uns nämlich nicht akzeptabel ist, wäre ein landesweiter Kummerkasten ohne Durchgriffsbefugnisse, so wie wir es im Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zu erkennen glauben. Deshalb, was wir brauchen, ist eine unabhängige Stelle für ernste Konflikte und Vorwürfe gegen Behörden oder Polizei oder bei Konflikten und Vorwürfen innerhalb von Behörden oder Polizei. Hierfür muss beim Landtag eine selbstbewusste und mit starken Rechten ausgestattete Behörde geschaffen werden.